Was wir dann als nächstes im Anschluss machen, wäre immer in Front heben. Da könnt ihr mit der SZ-Stange machen, mit der Langhantel. Ihr könnt die Hände heben, ihr könnt dies, das, jenes, könnt auch in die Luft springen. Ich mache es immer mit Hantelscheiben. Ja. Da nehme ich mir entweder eine 15er oder 20er und greife die wie ein großes Lenkrad von einem Busfahrer, ziehe die hoch und lasse sie wieder runter. Wichtig, zieht nicht, und das seht ihr gleich, über einen gewissen Winkel, ansonsten tut euch die Schulter weh. Ich nehme jetzt mal das Gewicht, habe hier zwei schöne Scheiben. Ich fasse die mal so, dass ich einen vernünftigen Abstand habe, unten ran. Und dann einfach nur Brust raus, versuchen die Arme halbwegs gerade zu lassen. Ihr werdet sie immer ein bisschen leicht anwinkeln, weil es halt einfach ein bisschen leichter ist. Praxisbezogen heißt, ihr geht ein bisschen in die Hocke, streckt den Daumen aus, dass ihr Gegendruck vom Unterarm gegen die Hantelscheibe habt, damit ihr sie gerade halten könnt. Und dann 10 bis 12 Wiederholungen das Ding hochziehen und langsam runter. Dabei die Brust rausdrücken und wirklich probieren, die Ellbogen oder die Hände halbwegs gerade zu lassen. Nicht halt dieses eingewinkelte, da wird es ziemlich leicht, sondern schon mit gestreckten Armen hoch. Habt ihr mit dem ersten Gewicht sozusagen 10 Wiederholungen oder 12 gemacht, nehmt euch das zweite und dann ist sozusagen tendenziell wieder genau dasselbe. Ihr zieht wieder hoch, achtet darauf, Brust rauszudrücken, auszustrecken und langsam runter. Die negative ist hier die Wichte. Dann könnt ihr nochmal schön die Schulter ausbrennen, um dann in die nächste Übung zu gehen. Und halt von dem Seitenheben noch mal deutlich mehr zu profitieren. Ja, das macht Faruk jetzt auch. 3 Sätze mit der Reduktion. Wenn wir jetzt hier sehen, wie Faruk greift, nimmt er hier den Abstand von den Fingern, die Hantelscheiben. So ist es wesentlich besser, weil ihr den Unterarm mehr in der Bewegung drin habt. Führt am Ende dazu, dass wenn ihr hochzieht, ihr mehr Druck in der vorderen und seitlichen Schulter habt. Ja. Wir drücken wieder die Brust raus, macht Faruk auch. Dadurch gehen die Schulterblätter nach hinten. Ihr habt also mehr Belastung auf der vorderen und der seitlichen Schulter. Und ihr kriegt ein bisschen den Nacken raus. Wir machen da 12 Wiederholungen und dann reduzieren wir auf die 10. Drückt die Daumen gegen, genau. Bis bei der Halbzeit, das noch 6, komm. Ohne den Schwung ein bisschen in der Hocke gehen und weiter. Komm, 3 noch. 2 noch. Los. Jetzt noch einer. Brust raus. Jetzt noch einen gemacht. Komm, mal noch einen. Mal noch weg. Genau. Gib's mir nie in der Hand. Du kriegst die 10er von mir. Hopp, ich hab. Und weiter. Sieht sehr richtig auf die Unterarme. Ja, ist vor allem auch Kraft, Griffkraft. Ihr seht aber hier auch wieder, wenn wir die Brust rausdrücken, ist es so, dass der Nacken runtergerät. Man hat dann mehr Range, weil man auch mehr hinten ist. Man gerät insgesamt mehr da in die Situation, dass die Arme gerader sind. Jetzt werden sie schon aufgrund der Belastung einfach ein bisschen mehr angewinkelt, weil man sich versuchen will zu helfen. Und dann hört man halt auch irgendwann entkräftet auf. Weil halt die vordere Schulter und die seitliche Schulter brennt. Papier hinzu. Hier hinten.